habe ich jetzt so was ganz Kleines, wo ich selber am Anfang noch mal gucken musste, was kommt da. Und da möchte ich euch einfach noch mal zeigen, wenn man jetzt sich nicht ganz sicher ist, weil zum Beispiel jetzt bei diesem kleinen Stadion wie hier, da muss man halt dann einfach noch ein bisschen Geduld haben und abwarten. Und dann kommen die nächsten Blätter und plötzlich wird es dann klar, was das ist. Und hier haben wir tatsächlich schon Ehrenpreis. Ja, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formen vom Ehrenpreis. Ich habe hier überwiegend den persischen, aber es kann auch sein, dass das ein anderer ist. Da muss ich jetzt auch nochmal abwarten, wie die Wuchsform dann genau aussieht und die Blätter dann genau werden, die größeren. Aber auf alle Fälle kommt hier schon der Ehrenpreis hoch. Und der Ehrenpreis ist auch für mich ein nicht nur, weil diese schönen, wunderbaren blauen Blütchen ja einfach wohltuend sind, das Herz erfreuen. Das ist ein Kunstwerk für sich, dass es so viele unterschiedliche Formen gibt, die dann auch alle noch nebeneinander wachsen. Das ist auch was ganz, ganz Wertvolles. Und ja, man kann ihn nehmen, man kann ihn essen, man kann vieles mit ihm machen. Schaut mal, hier sieht man es auch noch mal ganz deutlich. Hier diese ganz jungen Blätter, wo ich erstmal noch nicht wusste, was jetzt da kommt. Und da kommt jetzt die Klarheit eben mit dem Ehrenpreis. Es lohnt sich, den Ehrenpreis genauer anzuschauen. Jetzt nicht nur vom Energiefeld, sondern einfach auch, weil er ganz viele Möglichkeiten hat. Ich finde, er hilft einen, sich in sich zu verankern. Er hilft, sich treu zu bleiben. Ja, nicht umsonst ist auch so ein Name Männertreu. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich nur auf Männer zutrifft. Aber ich finde eben, er hilft einen, sich in sich treu zu bleiben, seinen Weg zu gehen. Man sieht ja auch, er geht seinen Weg, er verbreitet sich überall. Es ist so ein zartes Gewächs und trotz alledem ist er überall zu finden. Und das ist das, was die Pflanzenwelt einem da auch dann zeigen möchte, dass man sich nicht vom Weg abbringen lassen darf oder braucht, sondern dass man sich treu bleibt und dass man eben darin auch seine Bestimmung finden kann. Und es war jetzt echt das Erste, was hier auch unter meinen Kastanien so wirklich markant viel da war. Das ist ein ganzes Feld, das ich hier habe. Und ja, jetzt zeigt er, was er wirklich ist. Ich zeige euch dann oder ich sage euch dann auch nochmal, was er alles in sich trägt, welche Inhaltsstoffe er hat. Wobei ich euch wirklich immer wieder betonen möchte, es geht nicht immer nur um die Inhaltsstoffe. Es geht manchmal einfach nur darum, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, was ist das für eine Pflanze? Was ist das Markante von dieser Pflanze? Sie sich mal genauer anzugucken und ja, auch zu studieren, sich auf die Pflanze einzulassen. So wie ich jetzt eben geguckt habe, so Mensch, das sind so kleine Blättchen. Ja, was ist das? Dann habe ich es wachsen lassen. Dann ist jetzt das erschienen und zeigt sich jetzt in eben, was es ist. Also schaut doch mal, was es mit euch auch zu tun haben kann. Schaut mal, da ist noch mal so ganz jung. Da erkennt man ihn wirklich noch gar nicht so wirklich. Ja, das waren die ersten Blätter, die ich gesehen habe. Und dann ist hier das nächste Stadium. Und das ist ja auch sowas, was vielleicht auch etwas damit zu tun hat, wie wir wachsen können. Gell? Also am Anfang erkennen wir uns noch nicht so wirklich. Das ist so unsere Kleinkindzeit oder vielleicht manchmal auch im Erwachsenenalter, weil wir einfach mit so vielen Strukturen und Themen zu tun haben, in die wir einfach so hineingepresst werden, die vielleicht mit uns gar nichts zu tun haben. Und dann schaut es erstmal noch so aus. Und dann plötzlich erkennen wir, dass aus uns was ganz anderes werden soll. Und plötzlich kommen wir zu unserer tatsächlichen Form. Das, was wir tatsächlich ausmachen. Und was uns
bezeichnet. Und das ist eben auch sowas, was der Ehrenpreis uns zeigen kann. Also man kann wirklich ganz viel aus der Natur lernen, wenn man sich nur darauf einlässt. Und die Natur ist einfach so ein unbeirrt, ja, sogar aus dem Asphalt kämpft sich so ein Ehrenpreis raus oder ein Gänseblümchen oder ein Löwenzahn, gell? Also wo man sagt, Mensch, wie kommt so ein zartes Gewächs sich daraus hervorzumachen? Und trotz alledem ist die Energie so stark und das ist eben sowas, wo ich mir denke, wir haben noch gar nicht begriffen, wie viel Energie wir haben, aus welchen Asphalt, Beton, allem Möglichen, was uns so hindern möchte, zu wachsen, wirklich groß zu werden, was wir für Fähigkeiten haben, daraus hervorzukommen und trotz alledem unsere Blüte, unsere einzigartige Blüte, die ist nicht ein zweites Mal und auch wenn man Zwilling ist, es gibt diese Blüte nur ein einziges Mal und die dann zu öffnen und die dann leuchten zu lassen, und die so richtig zum Erblühen zu bringen. Und das wünsche ich euch allen von Herzen. Schaut es euch in der Natur an. Lasst euch dadurch führen, an die Hand nehmen, Mut machen und geht euren Weg. Und das hat wieder was mit Energie zu tun. Also in diesem Sinne, ich freue mich auf einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr euren Weg geht, wenn ihr Lust habt und begleitet uns noch ein bisschen weiter. Mich und meine Partnerin Bettina, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren oder euch mal beschäftigen, was wir für euch tun können, wie wir euch unterstützen können, auch das Ganze mitzuerleben, eure Blüte entfalten zu lassen, und nehmt mit uns Kontakt auf. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.